الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil, Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, es besteht kein Zweifel daran, dass ein Mensch beeinflusst wird von der Umgebung, in der er sich aufhält. Man wird beeinflusst von seinen Freunden, man wird beeinflusst von seinem Lehrer, man wird beeinflusst von den Nachrichten, die man hört, man wird beeinflusst von seinen eigenen Eltern, so sehr, dass sogar überliefert wird über Fatima radiallahu anha, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie so zu laufen pflegte wie ihr eigener Vater. Man wird beeinflusst sogar durch ein einziges Wort, das man zu hören bekommt zum richtigen Zeitpunkt. Es wird erzählt über einen der bekannten großen Hadith-Gelehrten und Imamen der islamischen Ummah, Imam al-Zahabi, rahimahullah ta'ala, dass einmal, er hatte etwas geschrieben und ein Mann hatte gesehen, wie schön seine Handschrift ist. Und er hat zu ihm ein Wort gesagt, hat zu ihm gesagt, weißt du was, deine Handschrift sieht aus wie die von den Hadith-Gelehrten. Dieses Wort hat solch einen großen Einfluss auf ihn gehabt, dass er letzten Endes einer dieser Hadith-Gelehrten geworden ist. Ein einziges Wort. Imam al-Bukhari und Imam Muslim überliefern einen Hadith über Abu Hurairah radiallahu ta'ala an, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Er sagte, die Überheblichkeit, Entschuldigung, der Stolz und die Überheblichkeit befinden sich bei den Hirten von Kamelen. Und die Ruhe und die Würde befindet sich bei den Schafshirten. Das heißt, meistens ist es so, dass man beeinflusst wird, nicht nur, das ist dran am Hadith, du wirst nicht mal beeinflusst von Geschöpfen, die mit dir direkt reden können, sondern man wird sogar beeinflusst von Tieren, die sich um einen herum aufhalten. Deswegen von Menschen natürlich erst recht, und das ist, was uns an diesem Hadith besonders interessiert, liebe Geschwister. Und dies ist eine Tatsache, die kein Mensch leugnen kann. Jeder von uns wird beeinflusst von der Umgebung, in der er sich befindet. Und diese Einflüsse sind von zweierlei Art. Entweder sie sind gute Einflüsse oder sie sind schlechte Einflüsse. Und auf beide hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith deutlich hingewiesen. Und wir alle kennen aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass seine eigene Mutter und auch die anderen Araber damals ihre Kinder bis zu einem bestimmten Alter in die Wüste zu den Beduinen geschickt haben. Damit sie in der Wüste aufwachsen, damit sie nicht in der Stadt, sondern im Land lernen zurechtzukommen. Dadurch werden sie edlere Menschen. Sie werden gesünder. Sie haben einen klareren Verstand. Sie sind nicht so faul, sondern sie lernen fleißig zu sein und sie lernen einen starken Willen zu haben. Und deswegen hat man die Kinder geschickt und genauso unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wissen wir, dass er auch in Verses geschickt worden ist, als Säugling schon, liebe Geschwister. Und in der Stadt natürlich gibt es viele Vorteile, Entschuldigung, auf dem Land gibt es viele Vorteile. Dazu gehört auch natürlich die gesunde Ernährung. Dazu gehört die gesunde Luft, die man einatmet. All dies ist in der Stadt in der Regel nicht vorhanden. Das haben die Leute schon damals erkannt und gewusst. Ebenso lernt man auf dem Land, damals zumindest, lernt man die Sprache besser als in der Stadt. Es gibt diese Einflüsse nicht nur in Bezug auf die Gesundheit und auf den Charakter, sondern diesen Einfluss gibt es auch in Bezug auf den Glauben, die Aqidah. Wir alle kennen die Geschichte. Imam al-Bukhari und andere überliefern uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinem Onkel Abu Talib ging, während er im Sterben lag. Und er fand bei ihm zwei Leute vor, einer heißt Abu Jahl und der andere Abdullah ibn Abi Umayyah. Und beide Leute waren beim Sterbebett und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat versucht, Abu Talib zu überzeugen, dass er ein einziges Wort sprechen soll, nämlich La ilaha illallah. Er sagte, mein Onkel,
Sprich La ilaha illallah. Ein einziges Wort, damit ich bei Allah für dich Zeugnis ablegen kann. Und die anderen beiden, Abu Jahl und Abdullah, sie versuchten ihn davon abzuhalten und sie sagten zu ihm, wie kannst du den Weg deiner eigenen Vorväter verlassen? Wie kannst du den Weg deines eigenen Vaters verlassen? Daraufhin hat der Prophet ﷺ wieder versucht und sie haben wieder mit der gleichen Sache entgegnet. Und das Letzte, was er gesagt hatte, war, ich bleibe bei der Religion meiner eigenen Vorväter. Und der Prophet ﷺ konnte nichts daran ändern. Warum? Weil er war beeinflusst von seinem Volk. Sein Nationalismus oder sein Stolz hat ihn so weit dazu gebracht sogar, dass er nicht einmal ein Wort aussprechen wollte, das übereinstimmt mit seiner natürlichen Veranlagung, mit seiner Fitra. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde bei Allah für ihn um Verzeihung bitten, solange mir Allah das nicht verbietet. Und er bat für ihn Verzeihung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sandte eine Ayah in Surat At-Tawbah 113 herab, wo es heißt, es steht weder den Propheten noch den gläubigen Menschen, die mit ihm zusammen sind, zu, für die Götzendiener um Verzeihung zu bitten, selbst wenn sie nahe Verwandten wären. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Schutz. Schutz auf Arabisch, Isma, dass er uns davor schützt. Kein Mensch macht keine Fehler, aber es gibt bedeutsame Fehler, liebe Geschwister, die einen vom rechten Weg abbringen können. Allah sagte im Koran al-Karim, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah hat im Koran al-Karim klar und deutlich gemacht, bei wem wir diesen Schutz zu suchen haben, und das ist bei Allah ganz alleine, wer bei Allah Halt sucht, der ist zu einem geraden Weg geleitet worden. Wir suchen bei Allah Halt. Unser Herr, erkläre uns bitte auch, wie wir Halt suchen können. Allah sagte in einer Ayah danach, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Das heißt, haltet allesamt oder sucht Halt oder sucht Schutz bei dem Seil Allahs. Und das Seil Allahs ist der Koran al-Karim, liebe Geschwister. Das Schutzsuchen bei Allah subhanahu wa ta'ala vor den Einflüssen um einen herum hat Yusuf dazu gebracht, dass er von Allah geschützt worden ist vor einer abscheulichen Tat, die von ihm damals die Frau des Pharao verlangt hatte. Und wir kennen die Geschichte im Koran al-Karim, als dann die Frau die anderen Frauen versammelte und Yusuf alayhi salatu wasalam zu ihnen kam und sie ihn sahen und seine Schönheit sahen, dann sagte sie sinngemäß, das ist derjenige, wegen dem ihr mich getadelt hattet. Also mit anderen Worten, wenn ihr wüsstet, wie schön er ist, hättet ihr mich nicht getadelt für das, was ich versucht habe zu tun. Aber sie sagte, fasta'asam. Aber er suchte Halt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erklärt, wie er bei Allah Halt suchte. Er hob seine Hände und er sprach zu Allah und er bat ihn darum. Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran, فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ. Das heißt, sein Herr hat ihm sein Gebet erhört. Denn Allah subhanahu wa ta'ala erhört das Gebet des gläubigen Menschen sofort. Und gerade in der Gesellschaft, in der wir uns hier befinden, liebe Geschwister, sind die Einflüsse riesig groß. Riesengroß. Und viele von uns laufen einfach so, wie der Strom gerade läuft. Manche rufen zum Beispiel zu einer Sache auf, und die hört sich gut an, ja, dann sagen wir, okay, das ist auch gut. Und wenn es gut ist, wenn unser Verstand sagt, das ist gut, dann ist es bestimmt auch gut in unserer Religion. Denkste, ist nicht so der Fall. Denn in unserer Religion geht nicht, dass du mit dem Verstand eine Sache als gut oder schlecht bezeichnest und es danach der Religion in die Schuhe schiebst. Sondern in unserer Religion ist das gut, was Allah als gut gewertet hat und das schlecht, was Allah als schlecht bezeichnet hat. Ansonsten, das ist nicht die Aqida der Sunniten, liebe Geschwister, dass man mit dem Verstand etwas als gut oder schlecht bezeichnet. Sondern das ist eindeutig eine Sache, die wir aus dem Koran oder der Sunna des Propheten zu nehmen haben. Andere Leute, es geht ja so weit, dass manche Leute sagen, ich feiere sogar Feste von Nichtmuslimen. Ich feiere sogar religiöse Feste. Warum? Sagt er, ja, weil es ist bestimmt was Gutes, wenn ich mich anpasse. Und es ist bestimmt was Gutes für meine Religion, wenn die anderen sehen, dass wir nicht so streng sind und so weiter und so fort.
Warum? Weil sein Verstand hat ihm da etwas vorgemacht und er denkt, das ist eine gute Sache, aber er ist weit abgeirrt, möge Allah SWT uns davor bewahren, weil das Gefährliche daran ist immer, dass er davon überzeugt ist, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und natürlich findet er natürlich auch von ein paar Jünglingen eine Fatwa, die das auch noch bestätigt, was sie machen, indem man sich sogar gegenseitig auch noch gratuliert zu dem Kufr, den andere Leute machen, möge Allah SWT uns davor bewahren. Und viele Einflüsse gibt es. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass alle von uns, also ich rede jetzt von denen, die hier aufgewachsen sind, alle von uns beeinflusst werden, sogar in Bezug auf die arabische Sprache, dass wir darin große Mängel haben, möge Allah SWT diese Mängel beseitigen. Der Vater oder die Mutter ist traurig, wenn man in der Schule nicht gut ist und so, das ist in Ordnung. Aber was ist, wenn man auch in Bezug auf die Religion Mängel hat und da große Einschnitte machen muss? Warum ist die Religion das, was als erstes darunter leiden muss? Liebe Geschwister, es gibt viel zu erzählen. Ich mache an dieser Stelle Stopp, weil es gibt viele Hadithe über den Propheten, wo man sah, dass sogar die Sahaba radiallahu anhu beeinflusst worden waren aufgrund der Situation, in der sie sich befanden haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina.